Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So Leute. Verdammt, Alter, Schluck auf. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Reginas Aufträge ja ein bisschen gemacht. Ja, wir wollen es auch jetzt weitermachen. Wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Schon, du kommst nicht mehr. Wäre eigentlich besser gewesen. Warum? Ich arbeite sonst nur mit Fixern. Klienten, die keinen wollen, machen meist nur Ärger. Ich muss meine Privatsphäre schützen. Warum? Aha. Und warum, wenn ich fragen darf? Darum. Fick die Wand an, du bist... Ich bin's. Lizzie Wizzy. Komm, setz dich. Reden wir. Okay, also worum geht's? Na was wohl? Ich hab Probleme. Welche Art? Gute Frage. War ein hartes Jahr. Kreatives Loch. Hab seit Ewigkeiten keinen Hit mehr geschrieben. Und was alles noch schlimmer macht, ich hab mich verliebt. Es tut mir leid. Wie tragisch. Warum tragisch? Früher oder später enttäuscht die Liebe einen nur. Eher früher als später. Und? Geht's um einen Mann? Oder eine Frau? Shit, diese Hände. Manchmal fliegen schon Funken, wenn ich nur was streife. Ach. Egal. Es geht um einen Mann. Liam Northam. Wir sind seit ein paar Monaten zusammen. Aber ich glaube, er geht fremd. Warum denkst du, dass der Fremde fremd geht? Okay, woher der Verdacht? Ach, richtig peinlich, so klischeehaft ist das. Geflüsterte Telefongespräche im Bad, seltsame Quittungen, geheime Meetings mitten in der Nacht. Erinnerst du dich an was Konkretes? Mein Gedächtnis ist leider... heikles Thema. Warum? Für die Antwort kennen wir uns nicht gut genug, wie? Hast du mit ihm gesprochen? Unter vier Augen? Du bist drollig. Stell dir vor, wir sind nie alleine. Nicht wirklich. Immer von Assistenten, PR-Teams oder Visagisten umgeben. Würde ich ihn nur eine Millisekunde nicht anstrahlen, wären die Screamsheets voll mit Gerüchten. Verstehe. Tust du nicht. Du weißt nicht, wie es ist, Millionen Augen auf dich gerichtet zu haben. Permanent. Es kann herrlich und beängstigend sein. Liam Northam. Noch nie gehört. Erzähl mir was über ihn. Um die 40, sensibel. Ein Mann, der immer alles hatte. Kennst du die Art Mensch? Soll's geben. Wer kennt ihr euch? Er ist mein Manager. Ich weiß, wie das klingt. Das ist einfach so passiert. Er ist nicht mal mein Typ, aber... Aber? Selbst wenn der Körper zu grob wird, bleibt das Herz gleich. Es will, was es will. Also, was spiele ich dabei für eine Rolle? Was willst du? Beweise. Und dann beende ich es. Für immer. Liam geht ständig ins Riot. Ich glaube, er trifft da jemanden. Ich will wissen, wen. Du findest es raus. Verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich. Perfekt. Aber denk dran, ich will Fakten. Konkrete Details. Möglichst Aufnahmen oder Fotos. Klar, schon kapiert. Gut, jetzt geh.
Okay, begib dich abends ins Riot. Du kleiner Bastard! Ohrensohn! Philipp beweist für Liams Treuebruch. Siehst okay aus. Geh rein. Kein Ärger, ja? Ja, ja. Ich suche einen Mann. Liam. Liam Northam. Weißt du, wo ich ihn finde? Ich weiß, dass du dich ficken kannst. Ich rede nicht. Hör zu, es ist dringend. Pass auf, es ist wichtig. Na klar, dir vielleicht. Mir ist das völlig scheißegal. Tanzen? Scheiß drauf, tanzen. Wollt es tanzen? Jot. Tanzen. Linda, Champagner in den VIP-Raum, zackig. Okay, ich bring nur schnell Tisch 3 die Rechnung. Gute Musik. Perfekt zum Arbeiten. Echt? Ich filter die Musik und andere Geräusche raus, seit ich hier arbeite. Ansonsten wäre ich schon lange taub. Viel zu tun heute, hm? Ja, verdammt viel. Kein guter Abend, wenn du dich bei mir ausheulen willst. Ich suche Liam. Liam Northam. Ach, der. Scheiße. Kann den Lappen nicht ausstehen. Geizig mit Trinkgeld? Ja. Und ein Arschloch hoch 10. Sein Output ist noch schlimmer. Output, hm?
Interessant. Wo ist er denn jetzt? Du weißt, das kann ich dir nicht sagen. Es ist wichtig. Glaube ich gern. Siehst nicht aus, als würdest du dich mit Kleinscheiß aufhalten. Aber ich kann nicht. Sorry. Wie wär's, wenn ich zahle? Ausgleich für die mickrigen Trinkgelder. Im VIP-Raum mit seinem neuen Output. Hat Champagner bestellt, also ist es eine Party. Aber das hast du nicht von mir, klar? Klar. Was hast du so? Vor allem Alk, aber nicht nur. Okay. Was ist da unten? Komme ich jetzt da rein? Na ja, klar.
Was haben wir denn hier? So. Dem Einsatz des Relics nicht oft zu. Allerdings macht ihr sonst auch keine Engramme von lebenden Personen. Ach komm, Arasaka verfolgt Lizzys Karriere mit regem Interesse. Wäre ein Jammer, wenn sie verfrüht enden würde. Eine Sicherheitskopie erscheint durchaus vernünftig. Übrigens, ist es möglich, bei der Erstellung einige nicht so nette Charakterzüge zu entfernen? Bei Lizzy, seit ihrer Konversion, sie ist nicht mehr sie selbst. Das ist leider unmöglich. Engramme aus dem Sichere-Deine-Seele-Programm lassen sich nicht editieren. Wie signifikant wären diese Änderungen denn? Äußerst. An manchen Tagen erkenne ich sie nicht wieder. Aber an anderen... Ach, egal. Trinken wir. Auf unsere Partnerschaft. Oh, Scheiße. Habe ich das eben richtig gehört? Relic... Die wollen mit ihr dasselbe machen wie mit mir. Nicht ganz. Dich haben sie ausgelöscht. Das soll nur ein Abzug werden. Ein Abzug? Wie? Wir reden von einer Kopie eines Menschen, nicht von Urlaubsfotos. Der hat sie nicht mehr gefragt, macht's einfach hinter ihrem Rücken. Er hat kein Recht dazu. Niemand hat das. Erst recht nicht, ohne dass sie es weiß. Fuck. Wie soll ich ihr das sagen? Musst du nicht. Da drinnen ist eine Kamera. Also muss es auch Aufnahmen geben. Entschuldigung, nur die Katzen haben gemeckert. Entschuldigung. Hallo? Wie? Was gibt's? Ich habe Infos zu Liam. Und? Hatte ich recht? Es ist schlimmer. Nein, schlimmer, Lizzy. Viel, viel schlimmer. Was meinst du? Ich kenne nicht alle Details, aber Liam, er will dein Engramm. Er will dich kopieren. Was? Aber warum? Er meinte, er hat Angst um dich und vor dir. Nein, nein, ich glaub dir nicht. Hörst du? Kein Wort. Du lügst. Ich habe Aufnahmen davon. Ich habe Aufnahmen davon. Hier. Hör es dir selbst an. Nein, nein! Das ist... Nein, fuck! Tja. Dämliches Arschloch.
Tja, wir kommen in Night City. So ist die Stadt unter den Lebenden. Für dich. Ein schnelles Geschäft. Interesse? Okay, schieß los. Bleib nett unterwegs, verstehst du? Dabei habe ich eine interessante Annonce entdeckt. Sag nichts. Lass mich raten. Potenzverstärker? Oder ein Mr. Stud? Billig und wie neu. Ich bin ein seriöser Mensch, wie. Deshalb interessieren mich auch nur seriöse Angelegenheiten. Jemand verkauft ein Grimoire. Eine Ausgabe von vor dem ersten Zusammenbruch. Ich bin's! Du kennst dich ja aus. Weißt, wie viel so eine Software kosten kann. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Wie viel sie dir einbringen könnte. Ja, genau. Ich wollte dir kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Nee, du musst das verdammte Ding nicht klauen. Nur kaufen. Ich zahl dir das Doppelte. Und? Konnten sie dein... dein Teil, du weißt schon, retten? So gut sie konnten und wenigstens sind die Schmerzen weg. Nachgedacht? Egal. Sobald alles verheilt ist, besorge ich mir ein besseres Modell. Mal ehrlich, warum? Warum tust du dir das an? Soll das eine Scherzfrage sein? Warum besorgt sich irgendwer ein Mr. Stud? Damit zum Original nicht spritzt? Vergiss es. Wir hören uns. Du schickst mich zum Einkaufen los? Soll ich noch einen Kasten Nicola und Algenchips mitbringen? Denk doch mal nach, wie. Da will jemand eine absolute Rarität abgeben. Wer ist bereit, sowas zu machen? Jemand Abgebranntes, wie. Und solche Desperados haben eine unangenehme Seite. Sind unberechenbar. Ein falsches Wort und sie ziehen die Knarre. Darum musst du den Verkäufer treffen. Du würdest damit fertig werden. Okay. Mach ich. Ja, yeah, klasse, Mann. Ich schick dir die Infos zum Verkäufer. Viel Glück bei der Transaktion. Okay, Moment. Zu Afterlife, ach so. Also, bereit. Rogue müsste gleich hier sein. Okay, nochmal. Du redest mit Rogue nur über Smasher, ja? Dann kriege ich das Steuer zurück und du wechselst zur Beifahrerseite? Das ist der Plan. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Gefällt dir vielleicht sogar. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Du willst also die Schuldtour fahren? Fallen einfach? Sie schön daran erinnern, dass sie dich im Saka Tower hat hängen lassen. Erstens dachte sie, ich bin tot. Und zweitens würde ich ihr sowas nie antun. Muss ich also gar nicht. Dein unwiderstehlicher Charme wird ausreichen. Rogue hat noch nie Nein zu mir gesagt. Nicht einmal. Okay, bin bereit. So,
wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Du warst ja nicht lange. Kannst du sein. Blue Glass. Na, gib mir noch einen. Na klar. Alter Johnny, übertreibt man nicht. Cassius Ryder. Sagt dir der Name was? Tattoo-Typ. Woher kennst du ihn? Alte Bekanntschaft. Wo finde ich ihn? Hat einen Laden in Watson. Cushing Street. Den Ziegenbock? Das andere? Na, das andere wird ihm gefallen. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson. Hab gehört, er arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. Johnny, kommt raus. Hier ist Johnny. Eins von beiden. Ich glaube, ich habe was Besseres. Hey, bist du Ruby? Ja, sowas. Du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe, und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Draußen.
Lust auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Hallo? Verdammt, Johnny, was tust du da mit meinem Körper, ey? Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh, Johnny hat's dir gesagt. Haben wir, du weißt schon, klingst nicht sehr überrascht. Haben wir, du weißt schon. Nein, der Idiot war zu voll. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silverhand. Fühlt sich komisch an. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vee. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ich rauche nicht. Ich weiß, ihr zwei seid so unterschiedlich. Also keine Sorge. Hat er dich vom Smasher erzählt? Smasher. Hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte. Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Weißt du, was Smasher all die Zeit gemacht hat? Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saka Tower 2023 verschwunden. Alle dachten für immer. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt.
Fuck, nie wieder. Du hast mich verarscht, du wolltest doch nur mit Druck reden. Du solltest... Das sein, der kotzt. Also, bereit? Fuck, nie wieder. Konnte ja nicht wissen, dass dir die Pillen so zusetzen. Wäre wohl nicht so schlimm, wenn du sie nicht mit Gott weiß was gemischt hättest. Du solltest... Das sein, der kotzt. Du solltest der sein, dem Kotz übel ist. Tja, das Leben ist halt scheiße. Hast einen guten Moment gewählt, aus meinem Körper abzuhauen. Sei doch froh, dass du wieder die Kontrolle hast. Hätte ja für einen Moment gedacht. Bin ich glänzende Stimmung? Bin ich. Sieh mich an, bin förmlich am Tanzen. Wie der echte Scheiß-Ballerina. Können wir jetzt endlich los? Alter Johnny. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Na, geht's wieder? Nein. Ja, kaufen wir ein Öto. Ja, keine Ahnung, was dieser weißes, schwarzes Ding zu suchen hat, aber ich... Na, ich mach das in der nächsten Folge weg. Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße. Aber mir ist was eingefallen. Du musst dir Zeit zum Trauern geben, Judy. Du musst all die Phasen durchmachen und richtig spüren. Schock, Wut, Depression.
denke, ich bin jetzt bei Wut. Die bleibt auch noch eine Weile. Aber das ist okay. Und was ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Das Clouds könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Und? Hast du dir das auch gründlich überlegt, Judy? Nein, ich habe gar nichts überlegt. Ich weiß nur, dass die Mox nichts verändern, indem sie untätig auf ihren Zuckererschen sitzen. Du hast die Mox überzeugt, das Clouds zu übernehmen? Nein, ich will dich überzeugen. Ich kenne welche im Clouds, die uns helfen könnten. Hilfst du mir? Okay, ich bin dabei. Wuhu, yeah! Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Maiko Maeda? Wer genau ist das? Der inoffizielle Boss des Clouds. Sie macht das gut. Und was ist sie offiziell? Eine Puppe, also ein Niemand. Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Ich drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Gut, damit kann ich arbeiten. Wann fangen wir an? Früh morgens. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Nee, besser auf dem Balkon über dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Auf dem Balkon. Verstanden. Geil. Okay Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr es mir hier unten in die Kommentare hinterlassen. Ich werde es mal auf jeden Fall anschauen und dann werde ich dann sagen, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.